Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Thema ausgewählt, wo ich immer wieder höre, dass eine Trauma durchaus in der Lage sein kann, eine Gesundheitskaskade auszulösen, also eine Krankheitskaskade, den Menschen aus der Gesundheit aus der Bahn zu werfen. Und dieses Thema interessiert mich sehr. Wie findet man dieses Trauma heraus und wie kann man das letztendlich auch wieder beheben und wieder den Patienten auf eine gute, positive Schiene bringen? Dazu habe ich zwei Herren hier im Studio. Ihr kennt sie bestimmt auch schon aus den vergangenen Sendungen. Es ist immer wieder ein Traum, mit diesen zwei Herren zu sprechen. Einerseits der Dr. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar. Ja. Servus, willkommen. Danke. Und auf der anderen Seite der ärztliche Leiter der ZIT in Konstanz, der Kurt Mosetta. Ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Also, Psychotraumatologie heißt dieses magische Wort. Und da möchte ich gerne dich mal bitten, lieber Kurt, wie bist du auf dieses Thema gekommen und inwiefern ist das wichtig in der Behandlung von Patienten? Also die Psychotraumatologie ist ähnlich wie die Psychoneuroimmunologie noch ein relativ junges Fach. Mhm. Und die Psychotraumatologie hat einige Pioniere in den USA, der Peter Levine, mit Somato Experience. Es war eigentlich ein Pionier, der festgestellt hat, wenn man was Schlimmes erlebt hat, dass es häufig im Körper stecken bleibt. Und wenn man was Schlimmes erlebt, dann hat in dem Moment ja die Sprache und die Vernunft und der Verstand versagt. Deshalb ist die Stressachse angeschaltet, aber Sprache und Vernunft und Nachdenken und reine Psychologie helfen häufig nicht weiter. Und in Deutschland war der Gottfried Fischer, so ein Papst in der Psychotraumatologie 1986, 87, da bin ich als Student zu ihm gekommen. Die Luise Reddemann war die Päpstin in dem Bereich Trauma. Und seither ist das ein größeres Feld. Jetzt ist wichtig, es geht nicht darum, dass äußere Ereignisse, wie jetzt ein Tsunami, nur ein Trauma darstellen, sondern es kommt darauf an, in was für einer Situation in meinem Leben, wie bin ich drauf, was ist vorher passiert und nachher passiert, die Situation, die mich trifft und dann die Kombination an der Ereignisse. Wenn ich also am Morgen einen Streit habe und dann ins Auto sitze und einen Unfall habe, dann ist der Unfall für mich traumatischer, als wenn ich ganz glücklich bin und rausfahre. Wenn ich jetzt Schutzfaktoren habe in der Familie oder im Freundeskreis, ist es einfacher, als wenn ich allein bin. Und deshalb kann man den Begriff viel besser formulieren, indem man sagt, ein traumatisches Erleben. Und wenn ich zu viel Stress habe, daran erkennt man eigentlich Menschen, die vielleicht ein Trauma gehabt haben, zu viel Stress, wenig Schlaf, Hyperarousal. Das heißt, man schläft nicht, wenn man aufpasst, man ist wachsam. Man spannt an, dass man bereit ist, dass es nicht nochmal passiert. Das sind also Muster, die als Pathologie oft definiert wären, aber uns interessiert der Hintergrund. Und in traumatischen Prozessen ist die Stressachse verstellt, zu viel Stresshormone, dann zu wenig Regeneration und deshalb müssen wir gut nachfragen. Darf ich ein Beispiel machen? Du hast in einer der ersten Sendungen deinen Vater erwähnt, ja. Wo 25 Jahre im Rollstuhl war, mit Autoimmunerkrankheit MS. Mhm. Und ich habe dort in der Behandlung von ihm, der ja nicht mehr im Rollstuhl ist, ihr habt ja das alles hingekriegt, herausgefunden, dass noch ein Trauma da war. Ja. Und inwiefern war dann dieses Trauma in Verbindung jetzt mit seiner Erkrankung zur MS? Also ich habe das Trauma gar nicht auf dem Radar gehabt, weil typisch für so traumatische Ereignisse, die Menschen reden nicht drüber. Ja. Und mein Papa hat nie drüber geredet, dass sein Zwillingsbruder erschossen wurde. Das war ja schon 1944. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe behandeln, es war 1987. Und deshalb habe ich den Körper und die Muskeln und alles Mögliche auf dem Radar gehabt. Aber der Professor Fischer hat dann nochmal näher nachgefragt. Und es war dann das erste Mal, dass mein Paar darüber geredet hat. Und dann waren wir das erste Mal in der Lage, dass wir überhaupt an das Grab von seinem Bruder fahren. Und nachdem er darüber geredet hat, nachdem das sozusagen nicht mehr verborgen war, sondern an der Oberfläche, hat er nochmal einen riesigen Schritt in seiner Regeneration gemacht. Das heißt, er wäre nicht gesund, wäre, wenn er nur das weiß. Aber im Prozess von der Heilung war es notwendig, das zu erkennen. Und mir, das kann man nicht löschen. Aber ein englischer Begriff heißt overcoming. Ich kann das bewältigen. Ich kann Ressourcen entwickeln und dann kann ich da Gute mit leben. Aber ich verstehe nicht, wie hat es dieser Gottfried Fischer geschafft, beim Vater diesen Punkt zu finden? Weil das ist ja extrem schwierig oder ein Zufall, dass er sich irgendwie outet. Ja, die klinische Psychologie und die Experten, die haben das auf dem Radar.
Die machen keine Momentaufnahme, sondern die suchen die Geschichte. Und bei bestimmten Erkrankungen haben die schon die Vermutung, hier muss noch ein tieferer Impact sein. Das ist nicht einfach die Erkrankung, sondern die Geschichte, die Ätiologie. Und mein Überengagement hat er übrigens auch bewertet. Er hat gesagt, hey, ich habe so eine Übermotivation, dass er gesagt hat, meine Motivation ist auch eine Kompensation. Das heißt, ich habe mich hilflos erlebt mit irgendwas, was mein Papa erlebt hat, und ich habe kompensiert. Deshalb hat er mir beigebracht, lieber Kurt, reflektier, was du tust, dass du dir nicht den Kopf anrennst. Das heißt, ein traumakompensatorischer Mechanismus war bei mir, alles lernen und möglichst gut helfen können. Und so entwickelt jeder Mensch eine Kompensation. Und einige Menschen spannen die Muskeln an. Und dann kriegen sie Schmerz. Aber wenn man den Schmerz bekämpft und ihnen den Tonus wegnimmt, dann rutscht es ja ab ins traumatische Erleben. Das heißt, ich muss mir überlegen, hat der einen Schutzpanzer? Einige entwickeln eine Kompensation und spannen an. Einige möchten auf keinen Fall schlafen. Und wenn man denen ein Schlafmittel gibt, wird es schlechter. Viele haben Schmerz, aber sie reagieren paradox auf Schmerzmittel. Und wenn sie nicht so reagieren, wie wir im Alltag denken, dann müssen wir daran denken, oh, vielleicht ist da eine größere Geschichte dahinter. Und deshalb hat jeder Mensch irgendwas, was er traumatisch erleben kann, aber er kann dran wachsen. Das ist jetzt die positive Nachricht an alle Zuschauer. Wenn man das erkennt, kann man es überwinden und dran wachsen. Und dann muss man es nicht einfach nur negieren oder wegschieben. Also dann die nächste Frage, wenn wir jetzt schwer kranke Patienten haben oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer eine chronische Krankheit haben, inwiefern ist es für die wichtig, ein Trauma zu suchen, das vielleicht diesen Verlauf mit begünstigt ist hat? Natürlich grundsätzlich ja. Die Schwierigkeit ist manchmal, wenn ich das Trauma suche ohne Begleitung, kann das sehr schlimm werden. Dann ist es in dieser Situation günstiger, es momentan gar nicht zu finden. Es wird dann ja erst interessant, wenn mich jemand begleitet, der mit diesem Prozess umgeht. Das heißt, eben, man kann es ja nicht mit dem Labor erfinden. Das heißt, so, woher weiß ich, dass jemand einen Traum hat, weiß ich natürlich nicht. Ich muss dran denken, dass das sein könnte. Mit diesem Gedanken, in letzter Konsequenz durch Anamnese, die Krankenbefragung. Das ist ja das wichtigste Element ärztlichen oder therapeutischen Handelns, ist das Reden mit einem Menschen. Und ein Trauma kann man nicht schnell erfragen, sondern muss vielleicht mehrfach reden oder länger reden und dann immer tiefer fragen. Das heißt, es braucht auch Zeit für das. Aber dann muss ich bewusst sein, wenn ich mich in dieses System hinein bewege, dann darf ich das nur tun, wenn ich auch eine Ressource habe. Das muss ja nicht ich persönlich sein, das kann auch jemand sein, der es dann übernehmen kann. Aber in diesem Setting, wie man so schön sagt, mit dem Patienten, muss irgendeine Ressource sein, die dann, wenn ich jetzt das Trauma finde, erwecke, natürlich das sofort mit dem Patienten noch aufarbeitet. Sonst kann ein absolutes Chaos entstehen, eine Katastrophe. Also das Trauma finden ist das eine, das Trauma aufdecken das zweite, aber dann muss man es bearbeiten. Das ist die durchaus etwas riskante Komponente, weil es gibt auch Situationen, wo diese Traumageschichte bewusst ist, man sucht das auch, man weckt sie dann oder man nimmt es sogar hervor und fängt es dann nicht ab. Und im dümmsten Falle kann das sogar zum Suizid führen. Also auch da muss man dann wirklich aufpassen. Es gibt Sachen wie Familienstellen und so. Das sind sehr, sehr effiziente Methoden, wo man Dinge aufarbeiten kann. Wenn man danach den Patienten aber alleine lässt und dann nicht auffangen kann, weil man gar nicht dran denkt, dann können auf einmal andere Wege laufen. Also wichtig ist Bewusstsein, reden, entdecken, dran denken. Aber dann muss ein Team da sein oder irgendwelche Methoden. Und da gibt es ja Tausende. Aber so Familienaufstellungen machen ja schon sehr viele Hausfrauen oder Hausmänner zu Hause so nebenbei. Das halte ich für extrem gefährlich. Wenn das eine Person macht, die eine nicht fachgerechte Ausbildung hat und nicht das Bewusstsein und die Ressourcen hat, das dann aufzufangen, halte ich das für einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die Gesundheit. Ich hatte kürzlich der Professor Christian Schubert hier, der Psychoneuroimmunologe, und der hat mir auch gesagt, bei jeder Diagnose eines Arztes, aber auch in Behandlung von schwerkranken Menschen gehört ein Psychologe, am liebsten ein Traumatologe. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Ja, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es braucht den Traumatologe, der muss viel wissen. Denn es macht ja Sinn, dass die Menschen das vergessen haben. Die vergessen das, um zu überleben. Die schieben das weg in die Rumpelkammer. Und deshalb darf ich es nicht forcieren. Ich darf nicht auf die Suche gehen, sondern an einen sicheren Ort,
im sicheren Raum, in therapeutischer Beziehung, am besten im Netzwerk, können Fragmente von dem, was passiert ist, als Erinnerung auftauchen. Und die wäre eben nicht vorinterpretiert, die wäre auch nicht vorgedeutet, sondern man lässt es im Erleben und dann begleitet man ihn. Und in seinem Rhythmus taucht es dann auf und deshalb braucht es den Traumatologe. Und dann kann eine Heilung stattfinden, aber von innen, nicht in meinem Tempo, sondern in dem von unserem Patienten. Und deshalb möchte man nicht aufdecken, man möchte nicht interpretieren, man begleitet ihn körperlich über das Körpergedächtnis, psychologisch, und deshalb brauchen wir Psychotherapeuten, Psychologe, Psychotraumatologe, Psychoneuroimmunologe, und miteinander kann man dann eigentlich dem Organismus helfen, dass er das überwindet und überschreibt. Und dann wird er stärker, wenn ich es nur aufdecke und ihm die Kompensation wegnehmen, dann stürzt er ab, dann geht es ihm schlechter. Und ich möchte erst stabilisieren, Ressourcen gewinnen, einen sicheren Ort gestalten. Und in diesem sicheren Ort erst wird eine Öffnung möglich, aus der heraus dann eine Überwindung möglich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie viele Ärzte eigentlich eine Diagnose stellen und dem Patienten die Diagnose eigentlich vermitteln, ohne psychologische Betreuung, kann ich ja auch gerade hier ein Trauma setzen. Sage nur schon Diagnose Krebs, Kopf drin, 3 Monate sterbe ich, diese Spirale läuft, das ist ein böser Nocebo. Dann müsste man hier doch wirklich das ganze System auf den Kopf stellen und sagen, halt, stopp, wir brauchen Begleitung bei einer Diagnostik. Ja, also mindestens bei der Eröffnung der Diagnose, also wenn man über ein Thema redet, wäre es sehr wünschenswert. Und das Mindeste, dass der es tut, in der Regel die Diagnose darf ja nur von einem Arzt eröffnet werden, müsste man erwarten, dass dieser Arzt mindestens mal eine minimale psychologische Schulung hat. Und dann entsteht schon das große Problem, in 6 Jahren Studium lernen wir das 0. Ein Arzt lernt das im Medizinstudium nicht, gar nicht. Kommunikation. Man hat ein Fach Psychologie, Psychotherapie, aber da lernt man nur, wie die Begriffe heißen, nicht was ich tue. Hat auch was mit, wie man dem so schön sagt, sozialer Kompetenz zu tun. Also ich kann ja ein fantastischer Diagnostiker sein, ich kann ein fantastischer Handwerker sein, ich kann kleinste Nerven zusammennähen können, also da bin ich super, heißt aber nicht, dass ich auch in der Psychologie super bin oder ich bin ein unglaublich toller Onkologe, ich kenne alle Chemotherapien, ich weiß alles, aber menschlich mit dem Patienten diese Diagnose und das alles bereden, heißt nicht unbedingt, dass ich diese Kompetenz dann auch habe. Und das erlebe ich durchaus, dass gerade in der Onkologie, was ja nachvollziehbar ist, die Diagnose auch eine Traumatisierung ist und dann nicht fachgerecht abgefangen wird. Es gibt zwar überall Psycho-Onkologen, meistens kommen die aber erst nach 2-3 Monaten ins Gespräch. Und da bin ich schon der Meinung, die gehören eigentlich vom ersten Tag der Diagnose in das System hinein. Und da gibt es verschiedene Verläufe. Es gibt auch Onkologiepatienten, die zuerst mal das wie verdrängen müssen. Damit sie überhaupt erstmal die Chemotherapie erleben können. Und dann erst aufarbeiten. Genau. Also deswegen gebe ich dir ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist manchmal noch die Frage, wann ich über ein Trauma anfange zu arbeiten. Auch vielleicht über ein vorangegangenes. Denn das darf man nicht unterschätzen. Ein Trauma aufarbeiten, das kann enorm anstrengend sein. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der jetzt gerade eine Krebserkrankung, die Diagnose gestellt bekommen hat, und nächste Woche beginnt eine hochtoxische Chemotherapie. Und ich jetzt gleichzeitig mit dem Beginn der Chemotherapie versuche, ein altes Trauma aufzuarbeiten, dann kann das dem Patienten das Leben kosten. Ja. Weil er dann nicht die Ressourcen hat, die Chemo zu erleben. Dann muss ich zuerst mal dieses ganze Trauma in Ruhe lassen, ja, nicht anfassen. Jetzt muss er erst mal überleben, dass er durch die Chemo durchkommt. Und wenn dann das rum ist, dann Dinge aufarbeiten, ist dann Punkt. Also deswegen, wie du auch gesagt hast, es ist manchmal nicht die Frage, ob ein Trauma da ist. Die Frage ist, wann gehe ich das an? Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn das dann auch abgeschlossen ist, dann ist eigentlich die wahre Heilung an der Ursache irgendwann dann auch durch, oder? Zentraler Punkt. Und das wissen die Homöopathen schon lang. Deshalb gibt es homöopathische Mittel, die das in sich beinhalten, dass ursprünglich in der Kindheit irgendwo was Traumatisches eine Rolle gespielt hat. Die haben das auf dem Radar. Die traditionelle europäische Medizin mit Anthroposophie hat das auf dem Radar. Und in unserem Zentrum ist klar, wir brauchen die eine Ärztin, die sich wie der Simon mit dem Darm und mit den Mitochondrien auskennt, aber wir brauchen auch eine gute Psychologin. Und dann kann man ein Angebot machen. Und dann können wir gucken,
wie die Patienten das Angebot wahrnehmen. Und wenn sie dürfen, machen sie es. Aber wenn sie müssen, möchten sie nicht. Tja. Genau, und deshalb braucht es eben das Miteinander. Und nochmal ein Link zum Sport. Das war, da war der Jürgen Klinsmann ein Pionier und der Ralf Rangnick. Die haben nämlich Psychologe mit ins Team geholt. 2004 war ein Psychologe, der Hans-Dieter Herrmann, bei der deutschen Nationalmannschaft im Sommermärchen dabei. Wir hatten einen Psychologe in der US-Nationalmannschaft. In jedem Verein gibt es heute einen Psychologe. In jedem Verein einen Sportpsychologe. Aber wenn das für die Sportler schon, die ja alle gesund sind, wichtig ist, ja, dann brauchen wir wirklich ein gutes Netzwerk, wo man zusammenarbeitet. In der Schweiz gibt es ein Zentrum, ein Institut für Trauma und Traumakompensation, Schweizer Institut für Psychotraumatologie in Winterthur. Tolles Netzwerk, viele Psychotherapeuten, viele Ärzte. Und je besser das Netzwerk ist, umso besser können wir zusammenarbeiten. Aber da braucht es Aufklärung. Und noch eine witzige Komponente. Wir haben ja Menschen aus allen Kulturkreisen, aus allen religiösen Vorstellungswelten. Und ursprünglich war das in Israel so, dass nicht der Arzt die Diagnose im Patienten mitgeteilt hat, sondern der Rabbiner. Dass es im größeren Kontext war, dann konnte er es einordnen. Und jetzt im Idealfall sollte mir alle ein Herz vom Seelsorger in uns tragen, mit dem Mitgefühl. Und wenn wir das mit uns tragen und nicht nur das rein objektive, befundtechnische, dann haben wir eine andere Eröffnung, wie der Mensch mit der Diagnose umgeht. Und dann können wir das wesentlich optimistischer gestalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich erinnere mich noch an einen der ersten Ärzte, wo ich so mit zusammen hier in der Schweiz war, Dr. Brander von der Eskolab-Klinik. Und er hat einen Satz gesagt, so am ersten Tag, wo ich mal da war, erinnere dich dran, die größte Kunst des Arztes ist die Liebe zum Patienten. Mhm. Also es ist das, was man halt so Empathie nennt, also dieses Gefühl, dass das nicht einfach so, ja, dem sage ich jetzt, du hast jetzt einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und fertig. Mhm. Es ist auch eine Frage halt, wie ich das vermittle. Und das ist letztendlich Placebo, Nocebo auch. Also ich kann eine Tatsache so formulieren und ich kann genau die gleiche Tatsache so formulieren. Gleiches Ergebnis im Sinne von, ich weiß es jetzt, aber was es bei mir bewirkt, ist eine völlig andere Geschichte. Mhm. Und diese Themata sind sehr wichtig. Und eben, da ist es erschreckend, dass im Medizinstudium auf dieses Faktum überhaupt kein Wert gelegt wird. Null. Also es zeigt sich, dass die Psychologie sehr wichtig ist, aber das Image irgendwo durch ist immer noch aus verstaubten Büchern raus. Die Psychologie nimmst du dann, wenn du einen Knacks da im Hirn hast. Und dabei ist das völlig verstaubt und alt, mit dem gar nichts mehr zu tun. Es ist eine wertvolle Medizin. Ja. Aber gehen wir noch mal ins Trauma rein. Ich meine, wenn das Kind schon auf die Welt kommt und einen Klacks auf den Hintern kriegt und da plötzlich Luft atmen muss, was er vorher anders war, dann ist doch das erste Trauma schon mal geschafft. Irgendwann im Leben heißt es mal wieder, das kannst du nie oder du bist das bist du nicht wert oder weiß Gott was alles. Das sind doch alles auch Traumas, die letztendlich durchaus eine Krankheitskaskade auslösen könnten, oder? Wenn genügend Schutzfaktoren da sind, wenn die Mama das Kind noch erhält und wenn die Eltern da sind und wenn ich ein soziales Netz habe, kein Problem. Aber wenn das Kind auf die Welt kommt, kriegt er Klaps und ich lasse es erst mal 2 Stunden liegen, dann ist das Risiko für ein traumatisches Erleben höher. Dann geht es in die Seele, genau. Dann geht es in den Körper. Genau, das Alleinsein dann. Oder wenn die Geburt schwierig ist, alles gut, das verkraftet man. Aber wenn die Geburt sehr schwierig wird und Mutter und Kind getrennt sind, dann ist die erste Trennungsphase sicherlich traumatisch erlebt. Dann kommt das Kind, schreit vielleicht, irgendwann verstummt es und dann kommen später Beschwerden. Das heißt, je vorsichtiger man mit Kindern umgeht, umso besser. Jetzt der Link zu dem Thema. Aktuell in dieser Corona-Krise, da beobachtet man einfach, dass der psychische Druck durchaus einen traumatischen Impact hat auf die Seelenleben und auf die Psyche von vielen Kindern. Und jetzt möchte man eben nicht warten, bis es ein richtig manifestes Trauma wird oder ein traumatischer Prozess oder gar eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist noch weit weg. Wir müssen jetzt was tun, dass die natürliche Überarbeitung, jeder Mensch hat die Ressource, einen traumatischen Prozess zu überarbeiten, den müssen wir stärken. Und deshalb ist das jetzt eigentlich ein spannendes Fach in der heutigen Zeit, dass wir uns zusammentun,
zwischen Psychologe, Pädagoge, fachübergreifend, zwischen Therapeuten, aber eigentlich auch die Ansprache und die Stärkung für die Eltern. Ja, ihr könnt was tun. Und ja, im Moment ist verständlich, dass euer Kind so reagiert. Es ist noch nicht krank. Es ist noch nicht krank. Aber wenn wir nichts tun, dann wird es krank werden. Und deshalb ist es jetzt so ein wertvolles Zeitfenster, wo man mit dem Wissen aus den Fachbereichen Psychotraumatologie, Psychoneuroimmunologie klar sagen können, jetzt ist höchste Zeit, dass wir uns zusammentun und eigentlich wie eine Taskforce entsteht, wie wir eigentlich in der Kinderseele was Gutes tun. Ich habe diese Frage auch dem Herrn Schubert gestellt. Der hat mir gesagt, der Arzt trennt eigentlich den Körper von der Psyche, die Psychologen trennen die Psyche vom Körper. Eigentlich gehört alles zusammen und eigentlich ist alles schulwissenschaftlich gut dokumentiert, ist bewiesen, wir müssen nichts mehr diskutieren. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum wird es dann nicht gelehrt und umgesetzt? Du sagst, diese Taskforce müsste heute. Und dann hat er mir gesagt, ja, einfach weil wir keine Lobby haben. Es geht vielleicht noch 40 Jahre oder 100 Jahre, bis das, was ihr jetzt da beide berichtet, wirklich auch umgesetzt wird. Ja, das ist so. Also wie gesagt, es ist wirklich dieses Image, ist Psychologe, Psychotherapeut, ist, ja, ist gut. Ah, du musst dahin. Ah, ja, ist okay. Also so, das, wenn ich sage, ich habe eine Herzerkrankung, ich gehe zum Kardiologen, ja, klar, ich gehe zum Psychologen, da geh mal. Also so ist das, oder? Und das müssen wir schon einfach auch enttabuisieren. Also es ist sowieso peinlich, dass man das tun muss, aber heute muss man das fast das als völlig normalen Vorgang nehmen. Und ich meine, was muss das für ein Trauma sein für ein Kind, wenn ihm gesagt wird, du darfst nicht zu deiner Großmutter, sonst bringst du sie um, weil du vielleicht Corona an deine Großmutter... Was ist das für ein Trauma für ein Kind, wo nachher Angst hat, zu seiner Großmutter zu gehen? Und ich habe wirklich ältere Menschen, wo die Kinder nicht mehr zu ihnen wollen, wo ihre Enkel nicht mehr zu ihnen wollen, weil man ihnen gesagt hat, du bringst deine Oma um. Was ist das für ein Trauma? Was muss das für ein Trauma für ein Kind sein, seine Familie und die Menschen hinter Masken zu erleben? Also, stell dir mal vor, die Großmutter keine stirbt Mimik dann mehr sehen, kann gar nichts mehr erkennen. Ja. Das heißt nicht, dass jedes Kind dadurch traumatisiert wird, aber potenziell könnten das erhebliche Dinge sein, wo man heute auch gar nicht so diskutiert, sondern ja, die Kinder sollen sich so anstellen, das ist nicht so schlimm. Die leben, die werden groß in einer Welt, wo Menschen draußen auf der Straße mit Masken an einem vorbeilaufen und man sieht noch nicht mal mehr die Emotionalität. Was ist das für eine Welt? Da müssen wir aufpassen, dass wir unsere Kinder da, wie gesagt, es wird auch welche geben, die stört das überhaupt nicht, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es für jedes Kind überhaupt kein Problem ist. Und deswegen ist es ein Punkt, den wir gerade jetzt sehr ernst nehmen müssen. Das Buch Die Psyche in Zeiten der Corona-Krise hat ein Psychotraumatologe geschrieben, ein Psychiater. Und da ist das sehr schön aufgearbeitet. Und eins ist so eine neuromuskuläre Pandemie. Das heißt, es bleibt im Körper stecken, der traumatische Verarbeitungsprozess. Und wenn man es jetzt, wenn man die Forschung angibt, gibt es ein Drittel von den Menschen, die überwindet es. Ein Drittel von den Menschen, die brauchen ein bisschen Hilfe und Unterstützung, dann wäre sie gesund. Und ein Drittel von den Menschen, die ungünstige Rahmenbedingungen haben, die brauchen wirkliche Hilfe. Aber je früher ich anfange, umso besser kann ich die Selbstheilungsgruppe stärken. Und ein Pionier war der Ture von Uexküll mit der Psychosomatik. Ja, und dann war eine Interpretation, ist alles Psycho und dann der Körper. Die anderen haben gesagt, es ist der Körper. Und da gibt es ein tolles Wort, das ist die Zugleichheit. Das ist online. Alles, was jetzt passiert, psychoemotional, ist online im Körper und andersrum. Und deshalb hilft es, wenn das schon online ist und zugleich, dass man beide Flügel integriere und tatsächlich auf breiter Front dann Angebote mache, das positiv überwinden zu können. Ja, ich habe es mal anders gehört, Hardware und Software, es funktioniert nur, wenn beides zusammen ist und nicht das eine vom anderen getrennt ist. Ja, das Beispiel noch mit dem Kinder und Angst haben, ich könnte meine Großmutter umbringen, stell dir mal vor, die Großmutter stirbt tatsächlich. Ja, ja, ja. Das ist dann ja schon ein ganz böses Trauma für das Kind. Auch wenn es nicht mal die Mutter, Großmutter besucht hätte. Ja, oder sowieso. Ja, und noch wichtig auf das Verständnis in Zukunft, die Krise ist noch nicht vorbei. Das Kindererleben hat ein anderes Zeiterleben. Ein Trauma ist nicht so, dass die Zeit alle Wunden heilt. Und Trauma ist auch nicht an den Moment gekoppelt, sondern es ist außerhalb davon und kann viele Jahre später noch Ärger machen. Wie bei deinem Vater. Genau, und deshalb ist es eben wichtig, dass man es auf dem Radar hat. Und das wäre eigentlich eine Botschaft, je besser wir das auf dem Radar haben,
umso besser kann man eigentlich beistehen. Und ein wichtiger Satz noch, es gab nach dem Tsunami 3200 Italiener, die da betroffen waren, die kamen alle zurück nach Mailand. Und zusammen mit der Uni Köln haben wir einfach die Traumaopfer in Winnenden, Eschede, aber auch nach dem Tsunami mitbetreut. Und was kann man annehmen? Wie viele Leute, die zurückgekommen sind, wollten Hilfe beim Psychologe zu Beginn? Keiner. Die wollten alle einen sicheren Ort, die wollten ins Bett, die wollten nicht mehr raus, die waren im Vermeidungsverhalten und wollten einen sicheren Ort. Und erst später war es in der Lage, über eine körperliche Berührung, über den Schmerz, der war akzeptabel, um ihn zu bearbeiten, erst später waren sie dann in der Lage, darüber zu reden. Das heißt, man müsse wissen, die möchten einen sicheren Ort. Deshalb, wenn Kinder jetzt daheim bleiben möchten, wenn sie nicht mehr in Schule möchten, dann ist das ein Schutzversuch. Und deshalb muss man dann vorsichtig damit umgehen und sie langsam wieder ranführen. Das heißt, die spinnen nicht, das ist ein Schutz. Und umso wichtiger ist dann einfach, sowas ernst zu nehmen und sie keinesfalls in irgendeine Schublade zu stecken oder gar, auch das erleben wir gerade, mit dem Psychopharmaka abzuschießen. Wieder ein Fass aufgemacht. Lieber Kurt Mosetta, lieber Simon Feldhaus, was soll ich sagen? Immer wieder überwältigend, mit diesen zwei Herren Sendungen zu machen. Es berührt mich jedes Mal, aber es macht auch so viele Fässer auf und es gibt auch immer wieder so viele Lösungsansätze, die eigentlich vorhanden wären, sind. Und dass wir die Psychologie und die Traumas jetzt nicht irgendwie abgrenzen, sondern das mit einbeziehen in einen Heilungsweg, wenn wir betroffen sind mit irgendwelchen schwerwiegenden Krankheiten. Familienaufstellung möchte ich nochmals ganz kurz sagen, aufpassen. Da muss geschultes Personal da sein. Das ist jetzt wirklich nicht ein Hausmann- oder Hausfrauenjob. Ich kenne nämlich viele, die das zu Hause machen. Ich kenne Ärzte, die es machen. Gut, diese anthroposophische Ärzte. Muss ich sagen, die können das wahrscheinlich, aber alles andere vorsichtig. Ja? Gut, tausend Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen uns bald wieder. Danke und auf Wiedersehen miteinander.